Tom Ellis gehört zu den britischen Meistern der Malerei. Jahrgang 1973, ein junger Meister und trotzdem schon nicht nur in Europa, nein, weltweit ausgestellt. In London, in meinen Lieblingssammlungen, Saatchi Gallery, zeitgenössische Kunst, und Wallace Collection für die alten Meister. Er zeichnet uns mit seinem Red Macaw ein monochromes Bild. Er führt uns vor Augen, dass es an uns liegt, dieses bunte Gefieder des Papageien zu Ende zu malen. Wenn wir das Bild betrachten, sehen wir die Schönheit der Natur, sehen wir sie prächtig. Es liegt an uns, sie zu vollenden. Welch eine Vielfalt der Natur spricht aus den Bildern Anna Gängers. In Hamburg geboren, in London ausgebildet, zeigt sie diese innere Spannung des Menschen, der zugleich Teil der Natur ist und sich über sie erhebt, der sich in ihr verliert, diese unglaublich reichen Formen von Organismen, Fauna, Flora. Der Mensch ist von der Natur umgeben und oftmals schaut er nicht hin. Oftmals nimmt er sie nicht wahr. Anna Gänger lädt uns ein, über diese Vielfalt der Natur zu meditieren, in ihren Bildern zugleich über uns selber nachzudenken. Mutter benennt der polnische Künstler Michał Jankowski sein 2010 entstandenes Werk. Die gebärende Mutter liegt im Gras, auf dem Feld der Mutter Natur. Die Gaia, die gebärende Erde, fruchtbar, nährt sie uns. Mit dem Weizen, dem Korn, schenkt sie uns alles, was wir brauchen. Wir, der Mensch und die Natur, sind viel enger verflochten und verbunden, als wir in unserem industriellen Technikzeitalter glauben mögen. Wir brauchen die Natur, wir leben in der Natur, wir sind Natur.